Die Wahrheit. Dieser Simon und du seid... Nein. Simon und ich sind nur Freunde. Ach, echt? Ja. Wieso bist du dann so nervös, wenn ihr nur Freunde seid? Ich? Ich soll nervös sein? Nein, ich bin nicht nervös. Nein, ganz ehrlich, wir sind nur Freunde. Sonst nichts. Vorerst noch. Es waren zwei Männer. Und als ich mich umgedreht habe, haben sie so getan, als würden sie turnen. Merkwürdig. Was war denn? Zwei Männer haben mich verfolgt. Ich habe ihn mit meiner Tasche als übergezogen. Monika? Was wünschen Sie? Bereiten Sie mir etwas zu essen. Natürlich. Ich hätte gern ein Sandwich. Und zwar aus Vollkornbrot. Nein, Fladenbrot. Und einen frisch gepressten Orangensaft. Und Maracuja. Also einen Orangen-Maracuja-Smoothie. Wissen Sie was? Machen Sie Apfel. Ist doch viel leichter, oder? Ja. Sie möchten also ein Sandwich aus Fladenbrot und einen Apfelsmoothie. Gut. Wer sagte was von Smoothie? Frisch gepresster Orangen- und Grapefruitsaft. Sie bringen es mir dann auf mein Zimmer, okay? Ja, Senorita Amber. Ich bin da, falls du reden willst. Alles klar, meine Liebe? Ist was, Herzchen? Nein, nichts. Wir haben nur gerade über die Schule geredet. Und deshalb warst du so nervös? Nein. Steht eine Prüfung an? Ja, ich habe in der Schule bald eine sehr, sehr schwere Prüfung. Das hat sie wahrscheinlich sehr gemeint. Sehr schwer? Ja. Hast du schon angefangen zu lernen? Das war die Klingel, oder? Ja. Monika, begleiten Sie mich zur Tür? Das muss der Lieferant vom Supermarkt sein. Ja, Amanda, gehen wir. Wenn ich zurück bin, reden wir über deine Prüfung, klar? Ja, Mama, mach dir keine Sorgen. Ich erzähl dir dann alles. Sie hätten uns beinahe erwischt. Geh schnell ins alte Lagerhaus, sonst sehen sie dich noch. Geh, geh, geh. Simon, geh!